Und was sagt ihr? Ich bin zu leicht für mein Moped, ich muss zunehmen, aber ich habe schon wieder abgenommen. Betriebeschaden bockt. Was habt ihr zu sagen? Nicht? Haben wir noch kein Intro gemacht, oder? Nee. Ach, moin, herzlich willkommen beim neuen Video von der Mix Brothers. Brille sauber machen. Wir sind heute in Schenkenhorst. Ohne Leo leider. Leo hat leider ganz viel zu tun. Aber dafür Weigelt ist da. Farmer ist da. Den habt ihr alle im Bock. Und Sören ist auch da, der hat auch richtig Bock. Die Jungs waren noch nie in Schenkenhorst. Ja, und die Mädchen. Yves ist auch da, stimmt. Yves fährt auch. Nee, wir fahren jetzt erstmal eine Runde kicken, wie das ist. Und dann gucken wir uns die Kinderstrecke an. Dann kicken wir uns mal die Kinderstrecke für Yves an. Ja, tschüss. Ciao. Nie von dir Schlamm, Best Friends Forever. Besser als beim. Besser als bei mir. Besser als davor. Eingekackt. Guck dir das an. Oh, geil. Eingekackt auch nochmal. Kaffee nass mit Koko. Schmeiß die bei mir auf den Motorhaube. Oh, aber schließt denn die scheiß Karre ab, Alter. Mal auf hier. Trinken wir noch Bier? Klassiker. Das war einfach gut. Mach's gut. Take 'em so long.
Hast du da Jan draußen? Nee, ein bisschen. Doch. Ja, hier. Alter, geile Idee, ey. Ruf bitte. So, ingepackt ist. Ingepackt ist. Hier hoch und hoch. Hier hoch und hoch. Hey, das war's auf jeden Fall. Was sagen Sie zum heutigen Tag? Ja. War geil, Strecke war gut, war anstrengend, war schwierig. Viele schwule Rillen irgendwie drin, aber war sonst geil. Die Sprünge sind gut. Ich bin euer größter Fan! Eigene Moine. Ja. Nee, gut, das war's vom MCC Schenkenhorst. Strecke war top, hat Spaß gemacht, Wetter war auch. Ja, Kinderstrecke war wohl nicht so fein. Zwei Wochen geht's nach Schorstedt. Zwei Wochen Schorstedt. Auch richtig Bock wieder. Und da ist Leo dann auch wieder hoffentlich am Start. Ja, und sonst sind viele gefahren, deswegen wahrscheinlich auch nicht so viele Videos. Aber scheiße, ja, hauptsache ein Video. Gut, alles klar. Hast du ein Feuer? Ich glaube kein Feuer. Hast du ein Feuer? Nein. Ja. Feuer. Sag mal tschüss. Ciao. Ach moin. Doch noch nicht vorbei. Bist du mit drauf, ja? Ich bin mit drauf, ja. Eigentlich haben wir schon ein Outro gedreht, aber wir sind ganz spontan noch nach Scholene gefahren. Ja, also heute ist Sonntag. Gestern waren wir in Schenke und heute sind wir spontan noch in Scholene. Das heißt, geht noch ein bisschen weiter. Ich bin und auch eine große Strecke gefahren. Ich fährt auch große Strecke, weil hier gibt es keine Kinderstrecke. Scholene wurde ja umgebaut vor einem Jahr oder so. Und Farmer hast du wieder dabei. Sören ist dabei, aber Sören hat schon einen Getriebeschaden und Kolbenschaden, alles komplett hin. Deswegen fährt er jetzt gerade mit meinem Moped. Aber sonst macht Spaß. So, jetzt machen wir hier noch ein paar Aufnahmen von heute drin. Und dann nachher Outro und dann ist auch Feierabend. Reicht jetzt auch, oder? Tschüss. Meine Spur weg zum Film. Na, wie ist es? Ey, du hast ein Loch in deinen Handschuhen. Ja, auch. Wiedersehen. Top. Was ist denn jetzt los gerade? Was jetzt los ist? Sprit ist leer, Alter. Sprit ist leer? Die hat die Karre leer gefahren. Die hat so viel Jasse heben, dass sie einmal leer ist. Unnormal, Alter. Unnormal. Yves, was ist denn los? Ich hab feiert zu Tag. Was das denn? Ich hab feiert zu Tag. Ja, da muss man seine 6 Runden unterbrechen, um für Frauchen mal zu tanken, ey. Schöne Scheiße. Aber was gut. Mach ich gut. Ja, vor allem, die ist einfach auf dem Berg ausgegangen und dann bin ich runtergerollt. Ich hab mal gehört, dass Motorräder besser laufen, wenn man so tankt, ja. Krankheit bei uns, das ist ja auch nicht. Dann ein bisschen war noch schlimmer da gegangen. Aber macht Spaß. Feuer! Ja, ja. Alter, Randfeuer, Randfeuer! Oh wow, oh wow! Oh wow! Alter, der ist richtig voll jetzt. Jetzt kannst du richtig brettern, jetzt muss ich keine Pausen mehr machen. Richtig voll. Das ist eine Scheiße hier. Das kann ich immer. Okay. Du musst rechts rum aufschrauben. Ich weiß das. Okay. Nur dieser Schlauch hier ist fest. Und dann dreht er sie immer mit. Und wie ist der Schlauch da? Ist das eine Sicherung, damit er sich nicht abdreht, oder?
Da fließt der Tank in den Tank. Nee, das ist der Benzinschlauch, der pumpt dann hier durch. Ach so, ja. Und geht ja, dann erst. Durch den Rahmen im Motor. Kannst du dir mal genau zeigen, wo du denn. Viel zu cool. Von hier wird das hochgepumpt in den Schlauch, dann läuft das durch den Rahmen einfach durch. Da ist auf bis den Motor drin und dann. Bis zack, Motor. Und dann aus dem Auspuff und dann so. Zack, komm. Und Ronny macht richtig Bock, Alter, richtig geil! Ja? Jo. Und was sagt ihr? Ich bin zu leicht für mein Moped, ich muss zunehmen, aber ich hab schon wieder abgenommen. Die Triebeschaden bockt. So. Moin. Das waren jetzt die paar 10 aus Scholene. Hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Zwei Tage. Was? Zwei Tage crossen hintereinander, ist auch nicht mehr das. Zwei Tage sprechen lernen wäre auch mal wichtig. Sprechen lernen ist auch gut. zwei Tage hintereinander trainieren ist auf jeden Fall körperlich übelst fordernd, aber hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Wir hatten auch mal richtig geiles Wetter. Haben wir auf jeden Fall ausgenutzt. Nächstes Mal fahren wir dann in zwei Wochen. Und ja, lief für alle geil. Hat übel viel Spaß gemacht. Danke an die Gang. Gang. Danke an die Gang. Gang! Der Fleißige. Ja. Ich gucke mir ohne 85, das ist viel zu entspannt. Ja. Scheiß auf die Kuppe. Sehr schön. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren, liken, reinhauen. Tschüss.